Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man taba huda. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter im Buch, aber jetzt nichts großartig Neues. Seite 258 sind die Sinnesorgane, al-hawasu al-khams. Da haben wir hasatu al-basar und hasatu al-sam', hasatu al-sham', hasatu al-lams, hasatu al-dhawq. Also der Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn und Tastsinn und Geschmackssinn. Jetzt wollen wir die Verben uns anschauen, die man dann benutzt. Ich sehe oder ich fasse an, ich höre und so weiter. Das einige kennen wir ja. Und zwar auf Seite 259 haben wir Hasatul Basar. Da nehmen wir das Verb Ra'a und konjugieren es dann, ja. Und dann steht hier Qaribun wa Ba'idun, ja, zum Beispiel, ja, also nah und weit. Dann wollen wir mal das Verb uns nochmal anschauen. Ich denke, wir hatten das mal, oder nicht? Ra'aytu. Machen wir trotzdem, ist doppelt hält besser. Wer will mal konjugieren in der Vergangenheit? Ja, versuch's mal. Ja. Ra'aya, genau. Ra'ata. Ra'au. Ra'ayna. Also das haben wir noch nicht gemacht, das ist jetzt klar. Okay, genau. Also dann machen wir mal dieses Verb, inshallah ta'ala. Und zwar Ra'a, also sehen. Und ihr seht hier, dass das ein unregelmäßiges Verb ist. Es gibt noch Unterkategorien der unregelmäßigen Verben. Ist es unregelmäßig, weil der Verlängerungsbuchstabe innerhalb des Verbes ist oder am Ende des Verbes ist, aber das brauchen wir jetzt nicht näher zu berücksichtigen. Wir lernen einfach das Verb. Und das war's. Ja? Und ihr habt ja jetzt gesehen, an manchen Stellen wird es anders. Also, ana ra'aytu. Also das Verb heißt ja ra'a. Huwa ra'a. Also er hat gesehen. Ra'a mit diesem Elif. Das ist kein Ja, sieht zwar so aus, ist aber ein Elif. Elif maqsura. Also dieses Ja ohne Punkte. Ja? Ist ein Elif. Ra'a, ana, wir fangen mit der Vergangenheitsform an. Ana, ra'ay, tu, ra'ay, tu. Also, vorhin hatten wir ja das Verb zum Beispiel kataba, ja. Da haben wir kataba und dann benutze ich dieses Wort immer und hänge dran. Ketab tu, ketab ta, ketab ti, ketab tu ma. So, jetzt wird dieses Wort aber nicht so benutzt, ra'a und das war's, sondern dieses hier, elif, wird umgewandelt in ein ja. Okay? Deswegen ra'ay. Ra'ay tu. Ra'ay na. Ra'ayta, ra'ayti, ra'aytuma, ra'aytum, ra'aytum.
Tunna. Also da ist jetzt nicht viel, also da ist es jetzt nicht so kompliziert. Bei huwa, also ich meine bei den Abwesenden, finden wir jetzt einige Änderungen. Und zwar hier ara et. Also das Elif oder das Ja fliegt ganz weg. Ara et. Hier ara et. Huma ara a. Und jetzt Ja mit Elif. Ara a Ja. Und dann huma ara'a ta. Hum ara'au. Aber auch mit Elif am Ende, ja? Hum ara'au. Und hunna ara'ayna. Okay. Also hunna ara'ayna. Also bei dieser Gruppe ist da jetzt nicht viel anders. Und bei dieser Gruppe muss man halt darauf achten, dass dieses hier wegfliegt, außer hier. Hier ra'at, huma ra'aya, huma ra'ata, hum ra'au, hunna ra'ain. Okay? Das gleiche gilt für das Verb salla. Weil salla ist ja auch unregelmäßig. Salla, ana, was? Sallaytu. Ja, also dieses Elif wird umgewandelt in ein Ja. Ana. Sallaytu. أن نحن صلينا أنت صليت أنت صليت أنتما صليتما أنتم صليتم أنتن صليتن هو صلى هي صل was ja صلت هما صلى ja يا هما صلى تا هم صل لو هن صلينا. Okay, also nach diesem Schema, ja. Okay, also das ist das Verb ra'aytu in der, also ra'a meine ich, in der Vergangenheit. Wie sieht's aus in der Gegenwart? Ja? Ich meine Ra'a. Ra'a Yara. Yara. Alam ya'lam bi anna Allaha Yara. Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Ja? Ara'ayta. Ara'ayta. Zum Beispiel الذي ينهى oder رأيت was من اتبع und also gibt es ja viele Ayat. Also أرأيت ist ein Fragepronomen, ja, hast du رأيت gesehen du, ja, also هو يرى أنا wer weiß es, ich sehe أرى. نحن نرى. أنت ترى. Ich mach's lieber mit Rot, damit man das unterscheiden kann. أنا أرى نحن نرى zum Beispiel wie war die Eier?
نرى تقلبك في الساجدي وتقلبك dann. Also نرى wir sehen. Also نرى أنت ترى. Und hier jetzt ألم ترى كيف. Da ist was jetzt passiert. Da haben wir wieder dieses Lem. Und das ist jetzt auch eine Regel. Dieser Buchstabe fliegt dann weg. Alam tara. Und nicht alam tara, kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara. Warum? Wegen dem Lem. Lem verursacht Sukun. Und wenn es unregelmäßig ist, verursacht es, dass dieses Alif wegfliegt. Ja? Das werden wir alles inshallah in Ruhe und Gelassenheit sehen. So, anta tara, anti, das ist interessant jetzt. Anti. Taraina. Also es gibt viele Araber, die das nicht kennen. Also unregelmäßige Verben zu konjugieren ist selbst für heutige Araber viele unbekannt, ja. Anti taraina. Antuma. Das sind ja zwei. Nee. Tuma ist ja hier. Vergangenheit. Tara. Fast. Nicht Taraani, sondern Tara. Tarayani. Tarayani. Antum. Tarawna. Antum. Tarawna. Und Antunna. Tarayna. Das ist unregelmäßig. Antunna. Tarayna. Also wie gesagt, viele Araber können das gar nicht konjugieren. Ja? Weil das eben unregelmäßig ist. Weil im normalen Sprachgebrauch werden ja nicht alle Pronomen benutzt. Also Entunna wird gar nicht benutzt. Entum, das war's, ob Männer, Frauen. Ja? Da gibt es nur Ente, Enti, Entum, Assalamu alaikum. Dual wird gar nicht benutzt. Ja? Hua, hier, hum. Deswegen sage ich ja, also, ich sage euch nicht, ihr sollt nicht konjugieren lernen. Aber ich sage, verständigen kann man sich auch mit weniger als das. Ja? Wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst und du redest mit mehreren Frauen, du sagst, entum tusallun, ist natürlich sprachlich falsch, weil es sind mehrere Frauen. Tusallina, ja? Entunna, aytunna, und dann tusallina. Aber das ist, die würden dich sowieso an, was? Ja? Wenn du sagst Tusallun, sag naam Tusallina. Obwohl es falsch ist. Ja? So, Antunna Taraina, hier Tara, Huma Yara Yani, Huma Tara Yani. Hum yarauna. Hunna tarauna. Sekunde. Seht ihr, dann muss ich auch selbst. Ja, hunna yaraina. Yaraina, so. Ja, nicht yarauna, yaraina. Genau. Das muss man lernen. Das muss man lernen. Also, machen wir mal einen Satz. Was gibt es denn hier Schönes? Also, geht mal auf Seite 261. Mada tara? Was siehst du? Es gibt natürlich auch ein anderes Verb, und zwar ich schaue. Es gibt ja Sehen und Schauen. Schauen ist eher dann Yanzuru. Nawara. Yanzuru ist normal. Ana
anzuru, ente tanzuru, entuma tanzurani. Aber dann bitte schön mit ila. Anzuru ila. Anzuru, ich schaue zu etwas hin. Ja? Ich schaue zum Himmel. Ich schaue anzuru ila sama. Ja? Aber ich sehe den Himmel. Ara as-sama. Ja? So. Da steht jetzt ana ara al-masjid al-qariba. Jetzt wollen wir, es sind jetzt mehrere Männer, die sehen gerade, also in der Gegenwart oder von mir aus Zukunft, ist ja egal, die sehen gerade die nahe Moschee. Mehrere Männer, Abwesende, die sehen die nahe Moschee. Ja? Hum yarauna. Genau. Wie war die Ayah? Wegen die Djinn, die sehen euch, wobei ihr sie nicht sehen könnt. Yaraunakum. Sie sehen euch. Yaraunakum. Genau, also sie sehen euch, von wo aus ihr sie nicht sehen könnt. Min haythu la taraunahum. Antum taraunahum. Also la taraunahum. Ihr seht sie nicht. Ja? Okay, also was haben wir gesagt jetzt gerade? Hum yarauna al-masjid al-qarib. So, und wenn das Frauen wären, sie, mehrere Frauen, hunna, Hunna, Hunna. Tarauna? Hunna. Nicht Entunna. Entunna Tarauna. Nein. Yaraina. Hunna Yaraina. Hunna Yaraina. Al-Masjid al-Qariba. Wenn wir jetzt haben Anti. Anti. Du siehst, also Anti, du redest eine Frau an. Anti, du siehst die nahe Moschee. Was haben wir hier? Anti. Taraina. Anti taraina. Also hunna ya raina, aber bei anti ta raina. Okay? Wenn ich sage, irgendein Pronomen, also ein bestimmtes Pronomen. Tarayani. Wen meine ich jetzt? Tarayani. Wen meine ich jetzt? Tarayani. Ja? Huma weiblich. Gibt es noch eine Möglichkeit? Ja? Entuma, genau. Das Wort Tarayani haben wir hier bei Entuma, Tarayani, und bei Huma weiblich Tarayani. Das ist die gleiche Konjugation. Okay? Sehr schön. Also hier steht: Ana ara al-masjid al-qariba, wa-shajarata al-ba'idata. Alles mit Fetha am Ende, warum? Ja, Objekt. Da kann ich ja Kilometer weitermachen. Ja? Ich sehe so, ich sehe die Blumen und die Bäume und die Häuser und die Sonne und den Mond und die Ameisen. Ich sehe, das heißt, alles wird dann mit Fetha versehen. So, und dann hatte Ana Aral Jabala wal Wadiya. Okay.
Das war das Verb ra'a. Dann haben wir das Verb sami'a. Das hatten wir schon, oder? Sami'a. Und es ist einfach. Sami'a, yes, was? Ma'u. Das muss man sich merken, also geht nicht anders. Ja? Sami'a, yes, ma'u. Qara'a, yaq. Ra'u, kataba, yak. Tubu, jalasa, yaj. Lisu, das muss man mehr lernen. Wenn du das Verb lernst, musst du lernen, kommt eine Kasra oder nicht in diesem Ein, ja, von dem Verb. So, dann haben wir Shamma, riechen. Hasatu Shammi, und das Verb heißt Shamma. Und das ist auch unregelmäßig. Warum? Weil es ein doppelter Buchstabe ist. Shamma. Das ist auch eine Form der Unregelmäßigkeit. Jede Unregelmäßigkeit wird gesondert bezeichnet und kategorisiert. Aber wie gesagt, das braucht man nicht. Du lernst einfach Shamma, wie das heißt, ist irrelevant jetzt. So, dann wollen wir mal. Haben wir noch Zeit? Alhamdulillah. Ana, was? In der Vergangenheit? Shammaitu. Okay. Wäre auch nicht schlecht, ne? Shammaitu. Ala fikra, genau, also ala fikra, so apropos, ja. So wird es in der Umgangssprache tatsächlich konjugiert. Eine Schemmet. Man sagt, eine Schemmet. Es ist eine Schemmetu. Ja? Ente Schemmet. Hier gut Schemmet. Anti Schemmeti. Ihr werdet gleich sehen, das hat mit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja? Schemmeti. Ja? Also, wie heißt jetzt auf Hocharabisch? Nochmal? Shemtu? Fast. Also, fangen wir an mit Anna. Anna Sha Memtu. Also Shemmet, aber tatsächlich, wir sagen Shemmet. Egal. Ja, also müsste bei Shammet eigentlich alle. Ja? Mir fällt jetzt nichts ein, also welche Sprache anders wäre. Ich glaube, das ist alle arabischen Dialekte. Ja? Gut, Tmesirt ist wieder eine andere Sprache, weiß ich nicht, was man da sagt. Ja? Also das von den Amazir in Marokko. Oder auch Algerien, Tunesien, Libyen gibt es ja auch. Auf jeden Fall, da weiß ich es nicht, aber auf dem arabischen Dialekt Shammet. So, ana shammamtu. So, und jetzt diesen Aufbau durchziehen. Nahnu was? Shammamna. Anta? Shammamta. Anti? Shammamti. Genau. Genau. Shamamtun. Genau. Im Dialekt, wie gesagt, wenn ihr jetzt jemanden hört, der sagt Antum Shammetum, dann wisst ihr, was er meint. Ja? Ana Shammet, Anta Shammet, hier Shammet, also bei hier, das werden wir noch sehen, ja, Anti Shammeti, guck mal, Anti Shammemti heißt es. Aber umgangssprachlich, Anti, in, also je nachdem, wir sagen Inti, nicht Anti, also wir Tunesier. In Tunesien im Norden sagen sie sogar zu Männern Inti und nicht
In, also wie im südlichen Tunesien, wir sagen Inta zu Enta, Inta, und zu weiblich Inti. Ja? Im Norden sagen sie Inti, zu Mann und Frau. Ja? Die Marokkaner, marokkanische Dialekt, das Arabische, haben auch so eine Besonderheit, und zwar eine weibliche Form für Männer. Zum Beispiel Inti, Saleti, Inta. Ja, also er redet mit einem Mann, sagt Saleti. Ja, er meint aber jetzt einen Mann. Ja, also da gibt es einige Unregelmäßigkeiten. So, Hua Shemma. Gibt es das Wort im Koran? Shemma. Also generell dieses Wort. Shemma, muss ich suchen. Also in der Sunna schon, ne? Also wer dies und jenes macht, der bekommt nicht den Geruch, ja, des Paradieses. Aber im Koran, ich guck mal, Shamma. Nee, also Shamam gibt es gar nicht, Shamma. Nee, das ist dann Shams, was er hier findet mit Sham. Ist mir nicht bekannt. Also spontan fällt mir da nichts ein. So, hier Schemmet. Dann Huma, was? Schemme. هما شمتا هم شموا und هن شممنا genau. Ja. Ich habe gedacht, man kann nehmen und dann diese Shadda machen und dann Strich. Das geht da unten nicht, weil das hätte da anders auch sein müssen. Das Sukun hätte der Strich da, wohin? Der Sukun kommt ja danach. Wenn das so bei welchem Wort jetzt? Bei Hunne Samamna. Shamamna. Ah, dass du sagst Sham, also mit Shadda hier, oder was? Shem, ja, genau. Zuerst Sukun, also Shadda ist ja Sukun und dann die Vokalisation, genau. Shemamna. Okay. Dann die Gegenwartsform. Ana Shemma Yashummu. Shemma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yashummu. Ana Ashummu. Ich mache es wieder mit einer anderen Farbe. Nahnu nashummu. Anta tashummu. Anti tashummina. Na, genau. Tashumina. Antuma Tashumani. Das ist jetzt wieder ganz regelmäßig. Antum Tashumuna. Antunna. Musst du selbst nachschauen. Antunna, was hast du gesagt? Tashumna. Antunna ta. Antunna ta. Am Anfang. Aber wie geht es dann weiter?
Das ist so eine Quizfrage. Das? Teshmumna. Teshmumna. Also das Wort werdet ihr nie im Leben hören. Teshmumna. Antunna teshmumna. Also weder im Koran, Allahu an Sunna weiß ich jetzt nicht, ja, aber im Reden, also vielleicht bei einem Arabistikprofessor, wenn er eine Vorlesung hält, aber ansonsten werdet ihr das nie im Leben hören. Teshmumna, bitte? Antunna wird man nie benutzen. Also du meinst jetzt wie im natürlich, wenn du jetzt tatsächlich schreiben würdest, Hocharabisch, musst du so machen, ja. Aber ich meine jetzt im Leben so, wirst du es nie hören. Oder auch jetzt in einem Vortrag, also wann sollte jemand das Verb ihr riecht? Boah, was ist das Thema? Außer man würde sagen, ein Redner redet mit den Frauen und sagt, ihr werdet das Paradies riechen. Entum. Antunna tashmumna al-janna bi-idhnillahi ta'ala. Ja, habe ich auch nur die gehört in irgendeinem Vortrag. Ja. Okay, also das heißt nicht, dass ihr es nicht lernen sollt. Antunna tashmumna. So, huwa yashummu, hiya tashummu. Huma yashummani. Wo ist es? Genau. Huma tashummani. Hum yashummuna. Hunna. Was denkt ihr? Yashmumna. Genau. Also es gibt tatsächlich Wörter, die werden nicht benutzt. Zum Beispiel auch bei der Befehlsform des Audu bei Ra'a, weil das so unregelmäßig ist. Die Befehlsform von sehen, also sehe, also seh, guck, heißt einfach nur ri. Ri. Das benutzt, also ich weiß auch nicht, wer das benutzt, ja. Sagt einfach unzur. Ja. Also das gibt es zwar, aber wer es benutzt, lawal. Du sagst einfach unzur, ri. Ri, da sagt der andere, rauri. Ein Buchstabe, ra kasra, ri. Ja. Ich muss mal gucken hier, gibt es hier irgendwas besonders bei der Befehlsform? Ja? Nochmal bei was? Qarar. Oder bei was? Qarrir. Also du befehlst von Qarar, meinst du? Von Qarrara, also beschließen, entschließen. Qarrir. Ja. Zum Beispiel hier jetzt gibt es eine grammatikalische Form des Verbes, die untermauerte Befehlsform. Es gibt die normale Befehlsform und dann nochmal eine untermauerte Befehlsform. Achtung! Und zwar bei Entunne. Du willst jetzt mehreren Frauen einen Befehl geben, sie mögen riechen, und zwar das nochmal untermauern. Ushmumnani. Und wenn du Männer befehlen willst, Schummunna.
Also keine Angst. Also ich glaube, das Wort werdet ihr nie wieder hören im Leben. Schumunna. Okay. Das war Schemme. Okay. Dann haben wir noch Zeit, oder war es das? Bis Adhan? Okay, dann machen wir inshallah an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen über diese Religion geben, und auch dazu gehört diese edle Sprache des Korans. Möge Allah azza wa jalla uns erlauben, den Koran zu genießen, dass Allah azza wa jalla uns weiterhilft, diese Sprache zu lernen, auf dass wir seine Worte verinnerlichen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.